So, ihr Lieben, wir machen weiter. Ja? Es sind nicht die Millionäre, die das Land retten. Es sind die Leute mit der Heugabe, mit den Heugabeln, die das Land retten. Versteht ihr? War schon immer so gewesen. Ja? Also, wir haben heute Glück. Pass mal auf, wir können das eigentlich mit einem Satz. Wir haben gesagt, dass wir heute lösen. Machen wir mal nicht so viel Palaver, kommen wir gleich auf die Lösung. Ja? Wir brauchen eigentlich nur AfD zu wählen. Ja? Wir brauchen hier gar nicht rumzubabbeln und rumzudies und ist Deutschland verloren oder ist Deutschland nicht verloren? Die AfD weiß ganz genau, wie was man machen muss, damit eben Deutschland nicht verloren ist. Ja? Wir können das hier anständig machen, die AfD wählen, ja? Und dann ist das ganz easy. Ja? Dann werden die grauen Wölfe, dann werden alle Radikale, ja, werden zurückgeschickt, so wie es in Österreich gerade passiert, und Moscheen. Ja, Moscheen, wo der Radikalismus gepredigt worden ist, werden zugemacht. Ja? Und noch so weiter und so weiter und so weiter. Wir können gerade hier Stopp machen. Ihr wollt was ändern? Ihr wollt es leicht ändern? Hebt euren Popo auf und macht euer Kreuz bei AfD und macht ein Foto. Macht ein Foto, wo ihr euer Kreuz gesetzt habt. Damit das nicht passiert, dass da angeblich 17% die Grünen wählen. Wer hat denn die gewählt? Wer hat denn 17% Grüne gewählt? Was denn das für ein Wahlbetrug? Ja? Oder würdet ihr mir sagen, so viele Pädophile, Transvestiten, Homosexuelle, ja, und Islamlover sind auf einmal gekommen, dass die auf einmal jetzt die Grünen wählen? Ja? Total der Fake, total die Fake-Wahl. Ja? Kann ich das beweisen? Natürlich kann ich beweisen, ich kann immer alles beweisen. Denn wenn du nämlich ein Kreuz auf den Zettel machen sollst und da überhaupt nichts beschriftet sein soll, die auch noch sagen, schreib nicht deinen Namen drauf, da soll auch keine Kennzeichnung drauf sein, dass du eben nicht später sagen kannst, Moment mal, ja, dass dann eben nicht 50.000 Leute sagen können, in Sachsen zum Beispiel oder in einer Stadt von Sachsen, Moment mal, wie kann das sein? Wir haben doch hier 50.000 Leute AfD gewählt, wie kann das sein, so viele Prozent Grüne? Damit eben das nicht passieren kann, dass ihr da nämlich nichts macht, macht ein Foto. Holt das Foto, holt euer Handy raus, macht ein Foto, wo ihr das Kreuz gesetzt habt. Ja? Warum hat man euch gesagt, ihr sollt das nicht tun? Damit man später Wahlbetrug machen kann. Dass nämlich nur ein Kreuz drauf ist. Diesen Zettel zerstört man und macht ein Kreuz. Angela Merkel, wer ist eure Lieblingskanzlerin? Angela Merkel, welche Partei? CDU, zwei Kreuzchen. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Und dann aber nicht das zu krass aussehen lässt, ja, sonst wäre es ja auffällig, sondern so kompensiert, dass gerade die CDU nochmal gewinnt. Es ist unmöglich, dass die CDU schon wieder gewonnen hat mit der SPD-Koalition, bla bla bla, Scheißdreck gewonnen hat, ja? Unmöglich! Kann gar nicht sein! Ja? Wer ist denn so blöd? Die Deutschen sind doch nicht blöd! Ja? Die ganze Welt lacht über euch wegen diesem Scheiß-Wahlbetrug. Die glauben, ihr seid blöd, ihr seid gar nicht blöd. Die wissen überhaupt nicht von dem Wahlbetrug. Keiner spricht es an. Wenige haben es angesprochen mit dem Wahlbetrug. Ist doch ganz eindeutig, dass es Wahlbetrug war. Wenn du Zettel machen, Kreuz machen sollst, darfst du, und die sagen dir noch, Dummkopf, schreib aber bloß nicht deinen Namen drauf. Ja, so, ja, halt einen für total blöd. Und ihr kommt nicht drauf. Natürlich seid ihr drauf gekommen, aber ihr schweigt. Warum schweigt ihr? Habt ihr Angst vor 1% da oben? So. Kommen wir zu den Lösungen. AfD wählen. AfD wählen. Das ist die Lösung. Ja? Oder wollt ihr einen Bürgerkrieg? Wollt ihr wirklich einen Bürgerkrieg? Wollt ihr wirklich einen Bürgerkrieg? Ja? Und jetzt passt mal auf diese Leute. So, die Lösung ist schon AfD wählen. Brauchen wir gar nicht weiter zu reden. Und jetzt aber hier ein Wörtchen an euch geistliche Kakerlake. Spanien musste 800 Jahre Gegenwehr machen. Ja? Jugoslawien 600 Jahre. Rumänien, Italien. Ja? Und so weiter. Dann die Polen kamen zu Hilfe, Wien und so weiter. Ihr wisst, was los ist. Ja, heute wissen wir, wie der Islam ist. Heute wissen wir, wie der Islam ist. Die Leute damals wussten nicht, wie der Islam ist. Ja, heute wissen wir, was passiert. In der Türkei gab es 1907 noch 20% Christen. Ja? In der Zeit Konstantinopels gab es 100% Christen in der Türkei. Ja? Versteht ihr? Libanon, ja? Libanon, war das Libanon? Nee, warte mal. Ich verwechsel immer Libanon mit. Gut, ist egal. 5 Jahre hat es gedauert. Die Palästina
hatten einen gewaltigen Krieg mit denen, wurden gewaltig beschossen von den von Israel. Dann haben die Libanon, war das Libanon? Mein Gott, ja, haben die Palästina als Asyl gegeben. Die haben denen Asyl gegeben. Wisst ihr, was der Dank war? Die haben Bürgerkrieg gemacht, ja, die Christen abgeschlachtet, alles abgeschlachtet, jetzt das Land muslimisch. Was war das, in 8 Jahren oder sowas? Oder in 10 Jahren? Könnt ihr es vorstellen? Könnt ihr euch das vorstellen? In 10 Jahren? Ja? Türkei, Angriff, ja? Angriff der Araber, ja? Erobert, wie lange hat das gedauert? Spanien angegriffen, ja? Die haben in 100 Jahren die komplette von Nord- bis Ostküste, ja, eingenommen. In nicht mal 100 Jahren. In 120 Jahren waren die schon in Spanien. Wir wissen heute, wie der Islam ist. Wollt ihr zur Heugabel greifen? Wollt ihr wirklich zur Heugabel greifen? Oder wollt ihr ein Kreuzchen machen? Wollt ihr wirklich zur Heugabel greifen oder wollt ihr ein Kreuzchen machen? Gestern schon wieder ein Mädchen gestorben, 19 Jahre. Vorgestern schon wieder und so weiter und so weiter. Wie viele Menschen müssen noch sterben? Wie viele Menschen müssen noch sterben? Stellt euch vor, ihr werdet tot und guckt vom Himmel runter. Ja? Was nicht sein wird, wir werden erst wieder erweckt in der Endzeit. Ihr kennt das. Aber nicht, nur mal vorstellen. Nur mal vorstellen. Ihr guckt von da oben und denkt, ja, verdammt. Hätte ich nur das Kreuzchen gemacht. Ich bin jetzt tot, meine Frau, mein Kind, die sind da. Oder mein Kind wurde vergewaltigt und umgebracht. Ja, und hockst da zu Hause und denkst, warum habe ich kein Kreuzchen gemacht? Und dann wollt ihr, dass wir hassen. Dann wollt ihr, dass wir hassen und dann ein Bürgerkrieg kommt und wir uns dann wehren müssen. Und dass wir dann diese ganzen Leute, die Hass haben, ja, dann wird was Schlimmes passieren. Ja, nochmal. Ihr denkt, meine Härte ist, ich habe gestern nur angekündigt, dass ich heute wieder ein hartes Video machen werde und habe ich direkt 2 deabonniert. Ja, scheiß drauf. Seht ihr? Ja? Es wird noch härter kommen. Es wird noch härter kommen. Ja? Oh, Entschuldigung, ich habe mich verfickt. Ja? Wisst ihr, was das heißt? Entschuldigung, ich habe mich verfickt. Wisst ihr, was das heißt? Ja, wir werden uns daran gewöhnen müssen, im Islam steht, dass du eine Frau, ja, mit ihr Sex machen willst, kannst, wie du willst und wann du willst. Ja? Da wird es schön, gibt's mal so, ups, Entschuldigung, ja, so, ups, da ist mir ein Popo reingerutscht. Ja? Oh, Entschuldigung, ich habe mich verfickt. Ja? Ich habe mich vervögelt. Ja, und? Ja? Das ist ja noch erlaubt im Islam. Wollt ihr vervögelt werden? Ja? Wollt ihr das? Wollt ihr vervögelt werden? Wisst ihr, dass ihr auch vergewaltigt werden dürft von Männern? Wisst ihr das? In Saudi-Arabien wurde ein Filipino, das rumgelaufen auf der Straße. Und die Scharia-Polizei, die Homosexuelle tötet, wisst ihr, was die mit dem gemacht haben? In Wirklichkeit sind sie selbst Homosexuelle. Nicht alle, die das gemacht haben, von denen rede ich. Wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben den Filipino genommen, weil er ihnen gefallen hat, weil es so ein hübscher asiatischer Boy, ja. Ladyboy wahrscheinlich war, haben sie den genommen und vergewaltigt. Drei saudi-arabische Scharia-Polizisten haben den Mann genommen und ihn vergewaltigt, haben ihn verfickt, ja, so in die Popo gefickt. Entschuldigung, dass ich so rede. Ja. Aber vielleicht wacht es ja mal ein auf. Ja. Das passiert ja schon, wisst ihr das? Das wird von den Medien stillgeschwiegen. Überall, ganz Europa werden Männer vergewaltigt, Jungs vergewaltigt. Ja. Viele schweigen und bringen das nicht mal zur Polizei. Ja, ihr habt überhaupt gar keine Ahnung, was gerade los ist. Ja? Denn sonst, wenn ihr Ahnung hättet, würdet ihr ein Kreuz machen. Ja? Dann hätte die Koalition nicht schon wieder gewonnen. Ja? Versteht ihr? Die werden dann kommen und euch, wenn ihr ein hübscher Boy seid, werden die euch in den Popo ficken. Ja, ihr Männer da. Ja? Und euch Frauen. Euch Frauen, ups, Entschuldigung, ups, ich habe aus Versehen oben reingesteckt. Tut mir leid. Weiß nicht, gefällt es euch oder was ist? Ich weiß nicht, vielleicht gefällt es ja. Also die Linken zum Beispiel, also ich glaube, die Linken stehen drauf, das glaube ich, was die wollen. Die stehen, glaube ich, so auf Anal. Kann das sein? Ihr Linken steht ja auf Anal oder warum oder was ist los? Weil ihr kennt den Islam genauso, ja? Ihr kennt den Islam genauso. Entschuldigung, dass ich hier so, ich sage ja, es wird hart. Ja? Und dann wird es auch hart. Ja? Es ist das, was ihr wollt, ihr Linken. Ja? Versehentlich verfickt werden, ja? Okay, ich höre jetzt mal auf. So.
Leute, ja, wir wissen heute, wie der Islam ist. Ja, der Philippino ist auf der Straße rumgelaufen, wurde vergewaltigt. Könnt ihr euch das vorstellen? Der ist nach Saudi-Arabien gegangen, die armen Philippinen. Ich habe in Philippinen, ich habe gesagt, dass ich mal ein Video mache. Ich werde hier ein bisschen was dazu sagen. Ich habe in Philippinen so viel, ich habe so viele Menschen zu Christian Prinz gebracht. Wo ich angefangen habe, Christian Prinz zu schauen, haben wir immer, waren wir immer nur 300, maximal 370, 380 Leute. Ein Jahr lang ging das so, das letzte Jahr. Und da habe ich gesagt, den Leuten habe ich denen so krass Druck gemacht. Ja, jetzt gucken 1000 Leute. Und ich habe viel dazu beigetragen. Viele Filipinos, Malaysia, Indonesier. Ja, ich habe in Philippinen so, Christian Prinz, so, er selber war in Philippinen, aber ich habe so viel in, wie kann man helfen? Wie kann man helfen in anderen Ländern? Ja, ihr denkt, der labert, wisst ihr was ich alles? Ich tue Menschen, ich habe in Philippinen als die ISIS ja, in die Philippinen reingegangen ist, die Leute, ich habe die aufgeklärt, in Philippinen so viel gemacht, ich habe einen zweiten Account gemacht und wollte den hochtreiben auf 5000 Leute ja, und habe die Philippiner über den Islam aufgeklärt. Die haben mir gesagt, was ist mit dir los, du bist voll scheiße, du bist voll der schlechte Mensch und hin und wisst, die haben gedacht, ich wäre so voll der Radikale gegen den Islam. Die hatten überhaupt keine Ahnung von dem Islam. Die Filipinos gehen nach Saudi-Arabien, arbeiten dort. Ihr wisst gar nicht, was ich alles. Ich habe mit einer Filipino-Frau geredet, ja, die dort gearbeitet hat. Ich hab jetzt keinen Bock auf darauf nochmal. Ich habe keine Ahnung, was ich alles. Die war gezwungen, Kamelfleisch zu essen und sie ist absolute Christin. Ja. Ja, hat dort gearbeitet 2,5 Jahre. Ihr Mann hat nicht mal. Komm, egal. Ja, das ist ihr Privatleben, das muss ich hier nicht erzählen. Und am letzten Tag, die hat gelebt in einem Zimmer. Die wurde zur Arbeit hingefahren und nach Hause wieder gebracht. Die hat gelebt in einem Zimmer ohne Fenster, nur mit einer Tür. Wie ein Mensch zweiter Klasse. Mensch zweiter Klasse. Ja? Und sie hatte überhaupt gar keine Ahnung von dem Islam. Sie hat gedacht, die geht dahin arbeiten. Und Islam ist eine ganz normale Religion. Ja? Wie viele Philippinen, Malaysia und Inder werden Saudi-Arabien, Katar, Kuwait, ja, umgebracht. Weil die überhaupt gar keine Ahnung haben. Werden dort verbrannt, weil sie aus Versehen mal ja, kippen aus dem Wasser auf den Teppich. Ja. Sie haben mal was verschüttet. Das kann ja mal passieren, wenn du 2,5 Jahre irgendwo arbeitest. Ja, dass du mal ein Glas Wasser verschüttet auf so einen teuren Teppich von diesen Mongoloiden. Ja. Und dann wirst du dann mit kochendem Wasser verbrannt. Ja, du zweitklassiger Mensch, du. Ja. Du wirst von zweitklassigen Menschen als zweitklassiger Mensch betrachtet. Du wirst von Kamelfressern, Kamelpisse-Trinkern, wirst du als zweitklassiger Mensch, als Schweinefresser bezeichnet, weniger wert als ein Tier. Ja? Und ihr wundert euch, warum ich so hart bin. Ja? Wir westliche Welt, wenn wir einstellen würden, denen Medikamente zu schicken und denen sagen würden, hier, pass mal auf, ja? Stellt mal eure Zeugs selber her. Stellt mal eure Medikamente selber her. Ja? Die würden elendig verrecken an jedem Husten, an jeder Grippe, an jeder Lungenentzündung, würden nicht elendig verrecken. Ja? Wir schicken denen Prothesen, Muslime töten sich gegenseitig, sprengen sich gegenseitig in die Luft und die überleben mit und Arm verlieren, Bein verlieren. Wir schicken denen noch Prothesen kostenlos. Ja? Deutschland, Platz 1 im Prothesenverkauf. Was geht ab mit euch, Deutschland? Platz 3 im Waffenverkauf weltweit und Platz 1, ja? Und Platz 1 im Prothesenverkauf. Das muss auch aufhören. Versteht ihr? Ja? Das kann nicht sein. Weil wenn ihr bestraft werdet vor Gott, dann dürft ihr euch auch nicht wundern, wenn ihr weiter solche Sachen macht. Ja? Das muss aufhören. Ja? Nichts mehr an solche behinderten Spastis Waffen verkaufen und die sich gegenseitig töten. Ja? Ich sage jetzt nicht alle Muslime, falls mich jemand falsch versteht, an die Radikalen, an die töten, morden, das sind behindert oder nicht. Ja? So. Versteht ihr? Und dann, ja, hier habt ihr Waffen, tötet euch gegenseitig und an die Überlebenden mit einem Arm wenig dann noch die Prothesen verkaufen. Ja, was ist das für eine Doppelmoral? Deutschland. Das ist das Problem. Ja, ich verteidige Deutschland, weil Deutschland ohne Deutschland ist die Welt am Arsch. Das Problem ist aber, ich sage es euch hier ganz knallhart. Ja, ihr könnt mich stabanieren und machen, was ihr wollt. Ja, wir müssen besser werden. Versteht ihr? Und das ist, was ihr auch machen müsst, der AfD sagen. Wir wollen nicht Waffen an diese Länder verkaufen. Das will die AfD auch gar nicht, hat sie ganz klar gesagt. Und wir wollen auch nicht, dass ihr Prothesen an solche. Ihr könnt nicht an einem Land Waffen verkaufen, an dasselbe Land Prothesen verkaufen. Das funktioniert nicht. Ja? Das sind Sachen, die muss man wissen, weil dann dürft ihr euch dann nicht wundern, wenn Gott euch bestraft. Ja? So. Also, ihr Lieben. Ja? Wählt die AfD, ist doch ganz einfach, was gibt es hier weiter zu sprechen? Ja? Aber an euch geistlichen Mongoloiden noch was. Ja?
Spanien hat 800 Jahre gekämpft. 800 Jahre. Und Spanien hat nicht verloren. Europa hat nicht verloren. Wien, damals mit den Polen und hin und her. Ihr mit eurem Nazi-Komplex, die Deutschen mit eurem Nazi-Komplex. Ja? Seid ihr denn wirklich solche Nazis, dass ihr wirklich, seid ihr wirklich solche Nazis, dass ihr auch nicht auf den Gedanken kommt, dass wir Spanier, Italiener, Jugos, ja, Polen, Rumänen, Ungarn, dass wir euch helfen? Seid ihr wirklich solche Nazis? Glaubt ihr wirklich, dass wir euch Deutschen so hassen? Ihr braucht nur zu bitten. Wir warten nur darauf, dass ihr sagt, bitte kommt Russland, Russland, Polen. Die würden sich freuen, die stehen doch schon auf Brücken. Die stehen schon auf Brücken und wartet nur und marschiert. Ja? Wählt mich als euren Kaiser. Wisst ihr, was ich machen würde? Ich würde sagen, Polen, Russland, Ungarn, Rumänien, reicht. Ich würde sagen, Abmarsch, die Grenzen sind offen, stürmt rein. 200 Millionen, lasst es 100 Millionen Menschen sein. Europa sind 500 Millionen Volk, Leute. Europa sind 500 Millionen Volk. Und ihr seid so von dem scheiß Nazi-Komplex verseucht, dass ihr noch nicht mal erkennt, dass eure Nachbarn euch lieben und euch helfen wollen. Guckt mich doch mal an. Deutschland. Mein Land wurde zerbombt wegen Deutschland. Ja, Serbien, wegen eurer Lügen, die ihr gemacht habt. Die Politiker, nicht ihr Deutschen. Okay? Ich müsste euch eigentlich hassen wie die Pest. Ihr habt so viel gelogen über Deutschland. Ja? Was ihr mit Serbien gemacht habt. Ja? Ihr seht doch jetzt, was los ist mit den Moslems. Ihr seht doch jetzt, was los ist mit den Moslems. Ja? Und ihr habt Milosevic angeklagt. Ja? Wir haben gewusst, was passieren wird mit den Islam. Jetzt ist es passiert. Wegen euch Deutschen haben wir ein Stück Land verloren. Wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, was das bedeutet, wie der Schmerz, ein Land, ein Teil deines Landes verloren zu haben? Wisst ihr, wie das schmerzt? Wisst ihr, wie das wehtut? Ja? Und wegen euch auch noch. Ich müsste euch hassen, aber nein, ich hasse euch nicht. Und die Rumänen und alle, die haben, wir hassen euch nicht. Egal, welche Scheiße eure Politiker da oben gemacht habt. Ja? Versteht ihr das? Wir warten nur darauf, dass sie einen Hilferuf macht. Sagt doch mal, Polen, ja, seid ihr wirklich so von diesem Nazi-Komplex wirklich so verseucht, dass ihr glaubt, dass euch alle hassen oder dass ihr keine Freunde habt, dass euer Horizont bis zur deutschen Grenze reicht und nicht weiter? Hat man das wirklich mit euch geschafft, Deutsche? Nein! Legt diesen Müll endlich mal ab, Mann! Ja? Ihr braucht nur zu sagen, Spanien, Frankreich, Polen, England, Niederlande, was weiß ich, kommt bitte nach Deutschland, wir brauchen euch, befreit uns. Wir reden jetzt, wenn ihr das Kreuz hier nicht gemacht habt, und wir dann die Heugabel nehmen müssen. Die Leute werden sich freuen. Die Leute werden sich freuen, die Polen und die Russen und die Ungarn und die Rumänen, die braucht nur zu pfeifen und die kommen. Und dann ist es wieder sauber bei euch. Spanien hat es an euch. Verdammten, verdammten Loser, ja, ihr an euch Landesverräter, ihr Verdammten, ja, wie könnt ihr solche Sachen suggerieren, wie Deutschland ist schon verloren? Spanien hat 800 Jahre gekämpft, alleine, 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 800 Jahre und hat es geschafft, ihn wieder zurückzudrängen, alleine. Und ihr seid ein 80-Millionen-Volk. Spanien, das waren damals 20 Millionen Menschen, wenn es hochkommt, vor 1000 Jahren, Mann. Vor 1300 Jahren. Das war vielleicht, wenn es hochkommt, 20-Millionen-Volk. Ja? Und haben es geschafft, sich zu wehren. Heute seid ihr 60 Millionen Deutsche. Ja? 80-Millionen-Volk, 60 Millionen Deutsche. 15 Millionen Spanier, Jugoslawen, Italiener, was weiß ich was. Und 5 Millionen, ja, 6 Millionen bis 10 Millionen Moslems. Nicht mal, ja, 5 bis 6 Millionen Moslems. Von diesen 5 bis 6 Millionen Moslems sind es gerade mal 1% Radikale. Und ihr sagt, Deutschland ist verloren. Ja? Die meisten Muslime sind arbeiten, nicht die meisten, aber viele sind normale, ganz normale Moslems in Deutschland. Ja? Und ihr habt Angst vor 1 bis 5% der Moslems, also von den 5 bis 6 Millionen Moslems sind 5 bis 6% maximal, wir reden hier von maximal radikal, und ihr habt Angst vor 5. Bei 10%, ja, wären das 500.000, 600.000 radikale Muslime. Das ist in einem Tag erledigt. Wenn ich deutscher Kaiser wäre, würde ich das in einem Tag erledigen. Diese 600.000 an einem Tag abschieben. Ja? Und ihr redet da, ihr elenden Bastarde, dass Deutschland verloren ist. Und wir Spanier,
Damit euch in Deutschland das nicht passiert. Wir haben unser Leben gelassen, 800 Jahre, Jugoslawien, 800 Jahre, ich bin halt Spanier, halb Serbe. Ja, damit euch das nicht passiert. Damit das nicht weiter nach Europa vorrückt. Wir haben nicht gesagt, wir geben auf. Wir sind für unsere Freunde gestorben. Wo wart ihr? Wenn ihr jetzt euren Nazi-Komplex, wenn ihr jetzt wirklich was gut machen wollt, weil ihr euren verdammten Nazi-Komplex habt, wenn ihr was gut machen wollt, dann greift jetzt zu Heugabel. Ja? Und zwar in dem Sinne, das Kreuz zu machen. Entschuldigung, greift jetzt zum Stift und macht das Kreuz. Ihr fühlt euch schlecht? Ihr fühlt euch schlecht und wollt euren Nazi-Komplex endlich weghaben? Ja? Dann gedenkt an die Europäer, an die Wiener, an die Polen, an die Spanier, an die Rumänen, an die Italiener, die euch Deutschen geschützt haben vor dem Islam, dass ihr nicht mal Ahnung habt, was der Islam ist, was gar nicht zu euch vorgedrungen ist. Heute verlange ich von euch Deutschland, dass ihr ein Kreuz macht. Für die alle uns Europäer, die euer den Hals hingehalten haben. Ja? Für euch. Ja? Dass es nicht vordringt. Ja? Da, ich verpflichte euch hiermit. Ja? Ist mir scheißegal, was ihr denkt. Ich verpflichte euch, die AfD zu wählen. Ja? Ich erbitte euch das nicht oder sonst was. Ich erwarte das von euch. Ja? Als der Islam nach Spanien kam, haben die alle unsere Könige getötet, die Prinzessinnen und die Königin als Sexsklavinnen gehalten. 200.000, die sind einmarschiert und haben sofort 200.000 spanische Sklaven genommen. Ja? Wenn ihr was gut machen wollt, liebe Deutsche, dann macht jetzt was gut und wählt die AfD. Alles klar? Wenn euch die AfD in 4 Jahren nicht mehr passt, könnt ihr wieder was anderes wählen. Wir haben eine Demokratie. Oder glaubt ihr, wir haben wieder einen Hitler? Heute gibt es UNO, heute gibt es EU, heute gibt es ja, alles Mögliche. Glaubt ihr wirklich, AfD ist rassistisch, ihr Vollidioten? Also die, die das glauben? Alice Weidel, die ist mit einer Frau zusammen aus Sri Lanka. Alice Weidel sie ist lesbisch, hat eine Frau, die ist aus Sri Lanka und die Leute sagen, sie wären Rassistin. Sie haben zwei Kinder, Adoptivkinder, ist ein Vorbild. Sie könnte sagen, ich tue nur mal auf meine Karriere konzentrieren. Nein, sie ist mit einer Ausländerin zusammen aus Sri Lanka. Haben zwei Adoptivkinder und versucht das Beste zu. Guck mal, du bist doch Christ, wie kannst du über Homosexuelle reden. Das ist ein Mensch genau wie du und ich. Wir sollen alle lieben. Habt ihr das vergessen? Ja? Ich sag, ja? Wir sollen den Feind lieben, aber den Homosexuellen sollen wir nicht lieben. Ja? Ihr Superchristen. Ja? Ich soll einen Menschen nicht lieben, die eine Frau aus Sri Lanka liebt, mit ihr zusammen ist und zwei Kinder adoptiert und ja, sich um die kümmert und es denen gut geht. Diese Person soll ich nicht lieben. Ich soll einen lieben, der kommt und uns die Kehle durchschneidet. Ja? Ah, okay, alles klar. Ja, klar. Wir müssen alle lieben. Ja? So. Die meisten, der Gründer der AfD, der war wirklich ziemlich rassistisch und der ist draußen. Die Leute, die sehr rassistisch sind, die haben sie rausgeschmissen. Habt ihr das nicht? Habt ihr das nicht gecheckt? Der eigene Gründer, der Gründer der AfD wurde sogar rausgeschmissen, weil er ein bisschen zu krass war. Ja, der kleine Furz. Ich mag den sehr, er ist ein hochbegabter, hochintelligenter Mensch. Schade, dass er ein bisschen zu sehr ja, auf dieser Linie war, ein bisschen zu sehr braun war. Schade, das war nämlich ein hochbegabter Mann. Ja? Und die zu braun sind, die werden dort rausgenommen. Ja? Hört auf, für euch verarschen zu lassen. Die meisten Gründer der AfD, ein Deutscher, der ist mit einer Russin verheiratet. Russen selbst waren Gründer. Russen selbst waren Mitgründer der AfD. Und jetzt die erzählen euch, das sind Fichten. Was geht denn ab, Mann, mit euch, Deutschland, Mann? Glaubt ihr, das wird nochmal ein Hitler kommen? Ja? Das sind selbst Kanaken, die diese Partei aufgebaut haben. Wacht doch mal auf, Mann. Wenn ich das schon weiß. Ach komm, ist egal. Ja? Und das ist, was ihr Leuten konfrontieren müsst. Wie kann es das sein, dass die Menschen rumlaufen und die AfD immer noch als Nazis bezeichnen? Ja? Wie kann das sein? Ja? Weil ihr nicht sagt, nein, Alice Weidel ist mit einer aus Sri Lanka zusammen. Wie können es Nazis sein? Ja? Dann dürft sie gar nicht in der AfD drinne sein. Ja? Das Gesicht der AfD. Versteht ihr? Ihr argumentiert nicht dagegen, ihr kämpft nicht gegen den Feind. Und jetzt sehe ich schon wieder hier wieder eine Christ, die sagt, was geht denn hier mit den Christen ab? Die fangen mehr über den Islam an zu sprechen, anstatt über das Christentum. Ja? Gott sagt, du lieber Superchrist, ja?
Er wird uns keine Aufgabe geben, die uns zu groß ist. Das heißt, bist du nicht in der Lage, das Christentum zu verbreiten, wird auch Gott dir das vergeben. Du bist nicht in der Lage, die Arbeit bei dir zu groß. Sagt dir Gott ganz klar. Du sollst Früchte bringen, ja. Ja? Aber wenn du eben ja, mal hier mit deinem Nachbar gesprochen hast und hin und her mit 3, 4 Leuten und pro Frucht gebracht hast, dann hast du das getan. Wenn du das nicht mehr machst, keine Videos machst, nicht auf die Straße gehst, nicht Kartells und sowas hochhebst, ja? Wenn du das nicht machst, weil die Arbeit dir zu groß war, da war sie zu groß für dich, Gott sagt dir, ja? Dass ja, Gott ist gerecht und sagt, ja, wenn das die Arbeit zu groß für dich ist, wachse und mach das später, wenn du gewachsen bist. Und wenn du nicht wachsen kannst, dann tu deinen kleinen Dienst. Ja? Hört mal auf hier, so bei Christen. Ja? Das Einzige, was wir Christen hier gerade machen, ist, den einen Christen und den anderen Christen anzugehen. Lasst mal jeden Christen machen, was er tut. Lasst jeden mal machen, was er tut. Denn Gott sagt, wir sollen keine Angst vor der Unweit haben, sondern sie eher aufdecken. Ja? Der eine macht den Dienst, der andere macht den Dienst. Ja? Und da sollen wir glücklich drüber sein. Ja? Denn wenn wir den Dienst nicht machen, weiß nämlich keiner, wer der Islam ist, dann wird das wie in Spanien passieren. Ja? Keiner weiß, und dann kommen die hier rein. Ja, kommt alle rein, kommt alle rein, kommt alle Moslems, kommt alle rein. Und dann ja, passiert das wie in 5, 6 Jahren, in 10 Jahren, auf einmal ist alles islamisch. Wir sind deren ihre Sklaven. Ja? Hört mal auf, ihr Superchristen, uns zu erzählen, was sie tun lassen und nicht. Ja? Sonst nehme ich euch auch auseinander. Ich nehme euch alle auseinander. Ich bin Christ, seitdem ich ein kleines Kind bin. Ich nehme euch alle auseinander. Jeden. Ich nehme euch alle auseinander. Hört mal auf Superchristen zu machen. Ich bin Christ, seitdem ich ein kleines Kind bin. Ja? Nicht erst seit vor 5, 6 Jahren. Ich war früher voller Räuber, voller Diebstähl, voller das. Dann habe ich Jesus Christus kennengelernt. Ich bin viel weiter, Mann. Viel weiter. Ja? Und nicht wegen meinem Alter, sondern weil ich Tag für Tag, mein Geist im Kopf, ich bin fast verrückt geworden, um Gott zu verstehen. Ja? Ihr wollt nur euch verstehen, als heilig dastehen, als besser dastehen. Das ist, was ihr wollt, besser, euch besser darstellen zu lassen. Ja? Lasst jeden Christen mal das tun, was er tun will. Ja? Bei mir gibt es volle Härte, volles Programm. Ja? Volles Programm. Ja? Egal, ob du Christ bist, egal, ob du Jude bist, egal, ob du Atheist bist, Moslem oder was auch immer. Ja? Deine falschen Ecken werde ich dir abschleifen. Jeden, egal, ob Christ, Moslem, jeden. Und genauso erwarte ich, dass ihr meine falschen Ecken abschleift. Denn das ist, wie es funktioniert, wie wir es von den Jüngern gelernt haben. Ja? Dass sie selbst, wenn Jesus weggegangen ist und sie dort gesessen haben und selbst sich angeguckt haben, der eine gezweifelt hat, der eine dies, der andere jenes. Ja? Dass selbst die Jünger das gemacht haben, obwohl sie Jesus vor der Fresse hatten. Und wer glaubt ihr, wer ihr eigentlich seid heute? Ja? Wer glaubt ihr heute, wer ihr seid? Jesus war vor 2000 Jahren das letzte Mal da und ihr macht, als hättet ihr Jesus jeden Abend, als würde er euch Gute-Nacht-Geschichten vorlesen. Hä? So. Die Lösung ist ganz klar AfD. Ja? Fertig. Das ist die Lösung. Ja? Denn Radikale werden abgeschoben, radikale Moscheen, ja? Gelder, die gebracht werden von radikalen Ländern, ja, die hier die Moschee bauen, finanzieren und sowas, wird gestoppt. Ja, Waffen an solche behinderten Staaten zu verkaufen, wird gestoppt. Ja. Okay? Denn das ist, was passiert. Der Gott sagt, wenn wir falsch agieren, das haben wir bei den Juden schon gelernt, wenn wir falsch agieren, wird er den gegnerischen König stärken. Wenn wir richtig agieren, wird er uns stärken. Und im Moment regieren, tun wir ganz, ganz falsch agieren. Ja? Versteht ihr? Und wenn wir an AfD wird eben das machen, dass wir an solche Länder keine Waffen verkaufen und dann wird eben der gegnerische König eben nicht gestärkt. Wo ist dieser David? Ich frage euch, ich erzähle euch immer von diesem David. Hm? Ja? Muss David erst kommen, um Goliath zu zerschlagen? Ja? Oder wollen wir aus den Geschichten lernen? Im Alten Testament, das sind doch nur Geschichten. Wollen wir aus den Geschichten nicht lernen? Wollen wir daraus nicht lernen? Wollen wir wieder zu Goliath werden und den Gegner zerstören? Müssen wir so weit kommen? Oder wollen wir Goliath sagen, bleib mal, wo du bist? Ja? Und wenn du weiter hier auf dicke Lippe machst, ja, dann kriegst du von uns bei der nächsten Lungenentzündung keine Medikamente. Ja? Und dann verreck elendig, weil du Steinewerfer, du kamelpissender Steinewerfer, über Mittelmeer so weit kannst du nicht werfen, lieber Goliath. Ja? Bleib mal schön da,
Weil mehr als Steine werfen kannst du nicht. Und wenn dir bei der nächsten Lungenentzündung verreck von alleine, ja, verreck von alleine, du willst nach Europa kommen, ja, knallharte Lösung. Was ist die Lösung? Du willst nach Europa kommen, unterschreib, dass du die Scharia ablehnst. Volles Programm. Ja? Das ist, was AfD machen will. Ja? Du willst Deutsche, du willst nach Europa, du willst nach Deutschland. Unterschreib mir hier, dass du die Scharia ablehnst. Dann darfst du Moslem bleiben. Aber du unterschreibst mir hier, dass du die AfD ablehnst. So, eine Möglichkeit. So. Und die meisten Moslems werden das nicht tun, weil das ist ihre Glauben zu verleugnen. Versteht ihr das? Und so könnt ihr die ganzen Schläfer und die ganzen falschen Leute und die ganzen Lügner rauspicken mit einem Satz. Ja, seid ihr wirklich so dumm? Seid ihr wirklich so dumm? Nein, seid ihr nicht. Deswegen wählt ihr die AfD. Alles klar, ihr Lieben? Denn die AfD weiß, wie man diese ganzen Probleme löst. Und ihr wisst das auch. Ja? Jetzt. Und dann schickt ihr einen Brief zur AfD und sagt, pass auf, ich werde mein Kreuz zu euch schicken, AfD. Aber wenn ihr nicht das tut, was ihr versprochen habt, zumindest zu 80%, man kann nicht, ihr müsst mal eins verstehen, es gibt auch andere Politiker, andere Parteien, wo du nicht immer alles durchsetzen kannst, weil du zu viel Gegenwehr hast. Ja? Aber wenn ihr seht, dass sie das wirklich versuchen oder tun, was sie auch gesagt haben, ja, und das einhalten, ja, und ihr sagt ihnen ganz klar, wenn ihr das nicht einhaltet, werdet ihr von uns kein Kreuz bei den nächsten Wahlen bekommen. Das schreibt ihr denen. Und ich schreibe denen ganz klar, ich will, dass die Moscheen dicht gemacht werden. Ich will, dass radikale Muslime abgeschoben werden. Ich will, dass die Leute, die Moslems, die zu uns kommen, ja, die Muslime, die schon bei uns leben, die leben schon bei uns hier. Darum geht es hier nicht. Ich rede hier von Syrien, von Afghanen und von was weiß ich was, von den Leuten, die diesen radikalen Islam eindoktriniert haben. Ich sage das immer in meinen Videos. Versteht mich nicht falsch. Die Muslime, die bei uns arbeiten und lange schon hier leben und moderat sind oder glauben, moderate Muslime zu sein. Gut, ja? Ich rede hier von diesem geistlichen Müll, der hier nach Europa kommt. Und der schreibt, Scharia ablehnen. Nein, adios. So einfach! Die meisten werden sagen, nein, das kann ich nicht, so meine Religion. Okay, schwimm zurück. Denn die Scharia sagt, dass sie uns den Kopf abschneiden dürfen, wenn sie wollen. Schwimm zurück, mir doch egal, schwimm zurück, ich liebe dich. Hier, guck mal, ja, Rettungsring, ja, paddel die. Ja, keine Sorge, viele Haie gibt es bei uns nicht im Mittelmeer. Schaffst du schon irgendwie, ja. Aber ich gehe das Risiko nicht ein, dass du mir, wenn du die Scharia annimmst, dass du mir vielleicht irgendwann meinen Kopf abschneidest. Bye bye, schwimm zurück, Mann. Wollt ihr wirklich Leute in euren Land reinlassen, wo die Scharia akzeptieren? Sag mal, wisst ihr, was das heißt? Das heißt, das, was sie mit den Spaniern gemacht haben, was alles passiert ist, was der Islam alles gemacht hat. Ja? Hitler, wie viele Menschen hat er umgebracht? 40, 50, 60 Millionen? Der Islam hat, ja okay, zwar eine kleinere Kurzperiode, aber trotzdem, Leute, ja, der Islam hat 700 Millionen Menschen hochgeschätzt, ja, wenn nicht sogar noch mehr, umgebracht. Fast eine Milliarde, ja. Und die, na gut, okay, so. So einfach, ja. An euch geistliche Mongoloiden, nochmal, wer behauptet, Deutschland ist schon verloren, ja. Noch ein Satz. Wir hatten die Pest, die europäische Pest. Das war ein Gegner, den du nicht gesehen hast. Du hast nicht gesehen, wo ist der, was soll ich tun? Penicillin, Antibiotika war noch gar nicht erfunden. Ja, danke Deutschland, ich glaube, die Deutschen haben es erfunden. Wer hat es erfunden? Ja, nicht die Schweizer, die Deutschen war es, oder? Ja? Hä? Ihr Mongoloiden, ihr geistlichen Kakerlaken, ja? Wenn Deutschland Penicillin nicht erfunden hätte, ihr würdet dann eure Kamelpisse trinken und an eure Kamelfleisch fressen, würdet ihr elendig verrecken. Ja? Es ist sogar eine Krankheit entstanden durch Kamelfleischfressen. Ist entstanden. Die gab es vorher gar nicht. Die ist entstanden vom Kamelfleischfressen. Ja? Und was ein Widerspruch. Ja? Ach komm, Alter. Wacht doch mal auf, Mann. Leute. Ja,
Und wenn sie wachen auf, sie wachen auf, ja, sie sollen, wenn sie aufstehen, ein Gebet machen, gegen uns verfluchen, und wenn sie nachts schlafen gehen, wenn sie bei ihren Gebeten uns Christen und Juden und Ungläubigen sollen sie verfluchen, und dank uns überleben sie Lungenentzündung, ja. Warum schicken wir denen eigentlich weiterhin, jetzt mal ohne Scheiß, warum schicken wir denen eigentlich Medikamente, wenn sie den ganzen Tag nur über uns fluchen? Jetzt mal ohne Scheiß. Liebt sie, aber sie hört auf, Medikamente zu schicken, weil aus Liebe heraus, ja, die mal aufzuwecken. Ja, wacht mal auf. Liebt ihr die wirklich oder liebt ihr die nicht? Ja, ist das Liebe? Ihr sollt keine falsche Liebe haben. Ja, ist das Liebe, solchen geistlichen Mördern? Ja. Na gut. Ohne Scheiß, Leute, wann wachen wir auf, Mann? Wann wachen wir auf? Wann? 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 So. Ich kann das nicht mehr sehen. Ich kann das nicht mehr sehen. Ich habe gestern gesehen, dass das 19-jährige Mädchen tot, vorgestern, vorgestern, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Ich kann es nicht mehr sehen. Ja? Und was machen wir? Ein Kreuz bei AfD machen, und zwar ganz schnell. Eigentlich müssen wir jetzt schon die Heugabeln rausnehmen. Es kann nicht sein, dass wir jetzt auf die nächsten Wahlen warten müssen. Es kann nicht sein, dass wir jetzt auf die nächsten Wahlen warten müssen. Ja, um endlich, dass die AfD an der Macht ist und dann erst was zu ändern. Und bis dahin werden die Menschen sterben. Ja, eigentlich müssten wir jetzt sofort was unternehmen. Jetzt sofort, um zu verhindern, dass die Menschen sterben. Nein, wir tun nichts, weil wir diese Menschen nicht verletzen wollen. Weil wir nicht mit Hass sind, ja, und warten und tolerieren, ja, nehmen es in Kauf, dass weitere Menschen sterben werden. Vielleicht bist du oder morgen ich dran. Ich gehe jetzt raus auf die Straße, ich muss weg. Hier bei uns ist es noch viel schlimmer. Geh mal bei uns, guck mal, wie es bei uns aussieht. Ja, ist noch viel krasser, noch viel gefährlicher bei uns. Ich habe keine Ahnung, wie es hier bei uns in Spanien ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, Freund von mir, der wollte hier nach Hause laufen, vor ein paar Jahren. Der wohnt hier, wollte nach Hause laufen, war mit seiner Freundin im Kino. Ja, da wird Abkürzungen nehmen, haben sie ihn abgestochen. Ja. Ein Freund von mir, ja, auch abgestochen. Ja. Das ist hier ganz normal schon. Bei euch, was, ja, bei euch, was jetzt gerade passiert, ist bei uns ganz normal. Ganz, ganz normal. Ja. Ich bin letztens in eine Ruine reingegangen, habe mir angeguckt mit einem Freund Ruine. Und bin so reingegangen, weil das Haus zerstört war. Und dann sehe ich da so Marok mit einer Südamerikanerin. Und ich denke mir so, was geht denn hier ab? Ja? Ich gucke die an, ist alles in Ordnung? Ja. Das ist mein Freund. Und ich denke mir so, Ja? Und ich gucke den Typ nur an und der wusste ganz genau, ich gucke ihn so an und der wusste ganz genau, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen, ja? Und wenn irgendwas passiert, ist er dran. Dann ist er dran. Dann verliert er. Versteht ihr, was ich meine? Bei uns ist es ganz schlimm hier. Richtig schlimm. Bei uns werden hier kleine Mädchen, die Zwangsprostitution, was ihr jetzt durch diese Clans habt, ist bei uns schon seit Jahrzehnten haben wir das hier schon. Ja, von Muslimen, die Zwangsprostitution machen von jungen, kleinen Mädchen hier in Spanien. Ja? Ist bei uns schon hier normal. Versteht ihr? Und das passiert bei euch jetzt erst. Versteht ihr? Ich habe darauf keinen Bock mehr. Ja? Hier in Spanien macht schon keiner mehr was dagegen. Hier in Spanien ist das so. Hier in Spanien, wisst ihr, wie Angela Merkel sagt, wir müssen uns daran gewöhnen. Hier in Spanien haben sie sich schon daran gewöhnt. Hier in Spanien sagen die Leute, ja, früher warst du blöd, ja, wenn du in den Wald gegangen bist und dich ein Wolf aufgefressen bist. Heute bist du blöd, wenn du als 14-Jährige rumläufst, ja, und dich von einem radikalen Moslem verführen lässt, der dich vergewaltigt, dir die Kehle durchschneidet. Heute hier in Spanien kriegt kein Hahn mehr darüber. Es kriegt kein Hahn. Ein Mädchen wird irgendwo vergewaltigt, juckt kein Menschen mehr hier in Spanien. Weil wir das schon seit Jahrhunderten, seit tausend Jahren gewohnt sind von den Moslems. Wir sind es schon seit tausend Jahren gewohnt. Und ihr fangt es jetzt erst an zu begreifen. Seit tausend Jahren passiert das hier schon bei uns in Spanien. Versteht ihr das? So. Ja, wir hatten an euch Versager, an euch Landesverräter, an euch, die ihr suggeriert, Deutschland wäre schon verloren, ihr Opfer, ihr geistliche Mongoloiden. Ja. Wir hatten die Pest, ein Gegner, den wir nicht mal gesehen haben, der 3/4 der Europäer
umgebracht hat. Und guck mal, wie glänzend die uns wieder erholt haben. Dass die Geburtenrate sinkt, ist ja im Moment ganz normal. Das ist ein menschlicher Reflex. Wenn weniger Arbeit da ist, weniger Geld.